Schön, dass ihr eingeschaltet habt. In dem Video möchte ich euch das Thema Whitebox-Testing etwas näher bringen. Und zwar gucken wir uns das ganz praktisch an. Ich werde euch das in Eclipse zeigen. Wir werden dafür JUnit nutzen und auch die Coverage-Funktionalitäten von Eclipse. Das Video enthält im Wesentlichen zwei Teile. Im ersten Teil werde ich euch ein bestehendes Beispiel zeigen, in dem schon JUnit-Tests drin sind. Die werden wir mal ausführen, werden es ausprobieren. Und im zweiten Teil, der wird dann ein bisschen länger dauern, da werden wir tatsächlich mal live weitere Testfälle dazu entwickeln. Das erste Beispiel ist die Modulo-Funktion, die ich auch schon in meiner Vorlesung vorher behandelt habe, wo wir die Testfälle schon systematisch hergeleitet haben. Die werden wir jetzt hier nochmal sehen. Und im zweiten Teil versuchen wir neue Testfälle zu entwickeln, die unseren Taschenrechner weiter testen. In dem wollen wir nämlich die Klammersetzung weiter ausprobieren und evaluieren. Dann viel Spaß! Genau, in dem Beispiel seht ihr hier, ich habe hier eine Methode und in der Methode gibt es so zwei Schleifen und die gehen halt mal die so ein paar mögliche Werte durch für die Modulo-Funktion. Und wir wollen damit mal ausprobieren, wie die Modulo-Funktion in Java auf negative Zahlen reagiert. Und damit das ein Test für JUnit ist, müssen wir noch die Annotation addTest am Anfang einfügen. Und dann haben wir folgende Möglichkeit. Wir müssen nämlich nicht mehr eine statische Main-Methode machen für jede Sache, die wir einzeln mal ausführen wollen, sondern wir können diesen Test einfach anklicken mit Run as JUnit-Test, den Test ausführen. Und wir werden jetzt einerseits sehen, sozusagen, dass der Test durchläuft. Da schlägt erstmal noch nichts fehl. Das kann aber auch gar nicht, weil es keine Assertions gibt. Das gucken wir uns gleich noch an. Was wir allerdings sehen, ist hier die Ausgabe. Und da sehen wir eben, dass tatsächlich bei der Modulo-Funktion nicht immer positive Werte rauskommen, sondern eben in bestimmten Fällen auch negative. Und wenn wir es etwas genauer angucken, dann sind es eben negative Werte, wann immer der Divisor negativ ist. Das heißt, wenn hier vorne eine minus 3 steht, dann kann ich im Prinzip auch auf negative Zahlen kommen, wobei auch die 0 noch mit rauskommen kann. Das ist eine Feinheit sozusagen der Implementierung in Java. Das Beispiel ist deswegen interessant, weil es in jeder Programmiersprache anders aussieht. Das heißt, wenn ihr noch andere Programmiersprachen schon könnt, könnt ihr das gerne mal da ausprobieren und ihr werdet sehen, dass das nicht jede Programmiersprache gleich macht. Das habe ich auch schon mal in der Vorlesung behandelt. Was wir noch nicht in der Vorlesung behandelt haben, ist, wie die Java-Implementierung umgeht mit einem Modulo, wenn wir durch 0 teilen. Und das können wir uns hier mal angucken. Und tatsächlich, der Test ist jetzt schon ein bisschen näher an einem tatsächlichen JUnit-Test. In dem Test sagen wir, führe das aus und gebe das Ergebnis aus, wenn es irgendwie möglich ist. Und der Test nimmt aber an, dass es bei der Division durch 0 zu einer Arithmetic Exception kommt. Wenn das so ist, dann würden wir den Testfall beenden und wenn dem nicht der Fall ist, dann springen wir hier raus. Und wir können jetzt ausprobieren, was passiert, indem wir den laufen lassen mit JUnit. Und wir stellen fest, wenn wir hier in JUnit reingucken, dass der Test ausgeführt wurde und tatsächlich sich so verhalten hat, wie das der Test erwartet. Das heißt, es kam zu dieser Arithmetic Exception. Das heißt, es ist natürlich wichtig zu wissen, wann immer man Modulo aufruft, da sollte man eben nicht 0 reingeben oder den Fall dann zumindest abfangen. Jetzt ist das nicht immer sinnvoll, wie das Modulo hier umgeht mit negativen Zahlen. Vielleicht will man mal sicherstellen, dass es Zahlen zwischen 0 und n-1 gibt, wenn wir durch n teilen. Und dafür habe ich selber eine kleine Implementierung hier. Die berechnet das Ganze, die hat ja irgendwie so ein If-Konstrukt und eine While-Schleife drin und das habe ich in meiner Vorlesung benutzt, um das Whitebox-Testen zu erklären. Und die entsprechenden Testfälle gucken wir uns jetzt dazu noch an. Also die einzige Besonderheit ist jetzt im Vergleich zur Java-Implementierung, dass wir immer ein positives Ergebnis kriegen. Wir erwarten also jetzt, dass wir als Ergebnis nur 0, 1 oder 2 kriegen, wenn wir zum Beispiel Modulo 3 oder Modulo minus 3 rechnen. Gut, dann gucken wir uns die Testfälle dazu an.
Der erste Testfall ist die Statement Coverage und wir haben in der Vorlesung schon gesehen, dass dafür ein Testfall reicht, um Statement Coverage zu erreichen. Statement Coverage versucht sicherzustellen, dass jedes Statement einmal gesehen haben. Was wir jetzt mal machen, ist nicht nur den Testfall ausführen, sondern wir wollen jetzt die Coverage-Funktionalität von Eclipse nutzen. Das heißt, wir führen das nicht über den normalen Weg aus, sondern über Coverage. Und wenn wir das hier einmal gemacht haben, dann finden wir das auch oben im Menü. Hier oben unter Coverage kann man das dann auch wieder aufrufen. So, der Testfall wird jetzt ausgeführt. Wir sehen, der Testfall ist einmal frei durchgelaufen. Wir haben keine Fehler. Und jetzt können wir uns, sehen wir schon, dass hier so ein bisschen was eingefärbt ist. Und wir können uns auch hier unten für die Coverage anzeigen lassen, welchen Teil wir jetzt eigentlich mit diesem Testfall schon gesehen haben. Und wir sehen, ja, im Java Modulo Test haben wir nichts ausgeführt, aber klar, der hat jetzt auch mit den Tests hier nichts zu tun. Und im Modulo Example haben wir irgendwie eine Coverage von 62. Wir können da jetzt genauer reingucken, wie diese Coverage aussieht. Tatsächlich sehen wir, dass von dieser Methode jedes Statement irgendwie schon mal ausgeführt wurde. Ja, also der gelbe und grüne Hintergrund deutet an, diese Zeilen wurden schon ausgeführt. Das heißt, das ist erstmal schon mal gut für uns. Allerdings deuten die gelben Zeilen an, dass wir hier noch nicht alles gesehen haben. Ja, also hier gibt es noch Fälle, die man auch noch covern kann. Dafür hatten wir Erweiterungen uns in der Vorlesung angesehen. Nämlich zum Beispiel die Branch Coverage. Bei der Branch Coverage wollen wir, dass alle für jede Verzweigung, dass wir sowohl mal den False als auch mal den True-Fall sehen. So, dafür führe ich das wieder aus mit Coverage. Jetzt habe ich natürlich den falschen Eintrag. Ich habe Run S aus Versehen genommen. Seht ihr das aber gleich mal. Genau, das Ganze wird jetzt ausgeführt. Und wir sehen jetzt hier, okay, für die Branching Coverage hatten wir in der Vorlesung schon ermittelt, dass wir da irgendwie zwei Testfälle brauchen, um im Wesentlichen von dem If und dem While sozusagen beide Fälle abzudecken. Und deswegen habe ich hier was gemacht, was erstmal relativ unüblich ist in JUnit. Ich habe nämlich einfach mal die andere Methode ausgeführt, damit ich hier jetzt den Testfall nicht kopieren müsste. In der Praxis würde man das jetzt hier vermeiden, weil der Testfall Statement Coverage, wenn man alle Testfälle ausführt, natürlich doppelt ausgeführt wird. Gut, jetzt können wir in das Beispiel reingucken. Wir sehen tatsächlich, für die Verzweigung ist das jetzt grün geworden. Ja, wir sehen hier, alle zwei Branches wurden irgendwie covered und beim While ist sozusagen die Coverage hier noch nicht zufrieden. Da wird gesagt, von den vier Fällen, die es gibt, habe ich einen noch übersehen. Um diesen einen Fall noch abzudecken, und auch das haben wir uns schon in der Vorlesung angeguckt, brauchen wir noch einen weiteren Testfall. Und zusätzlich zu diesen zwei Testfällen, die wir schon haben, führen wir eben noch einen weiteren Testfall aus. Und das Ergebnis sieht dann wie folgt aus. Wir sehen jetzt hier gleich, wenn das durchgelaufen ist. Das dauert relativ lang, weil die Implementierung relativ naiv ist. Die muss jetzt sehr viele Integer-Werte durchgehen. Wir sehen jetzt allerdings, hier ist jetzt auch die Coverage, die in Eclipse berechnet wird, jetzt auch zufrieden mit unseren Tests. Die sagt jetzt eben, hier sind alle vier Fälle gecovert. Und wer das nochmal nachvollziehen möchte, der kann gerne nochmal auf das Video gucken, wo ich die Coverage genauer erkläre und warum wir eben nur drei dieser Fälle abdecken müssen und nicht alle vier. Gut, das war's zu dem Beispiel. Ich räume jetzt hier ein bisschen auf und dann gucken wir uns das Ganze in dem Taschenrechner an. Genau, unser Taschenrechner, der hat eine Implementierung, das haben wir uns dann im vorangegangenen Video schon mal angesehen, indem wir so eine To-String-Methode gemacht haben für Ausdrücke und die Ausdrücke, bei denen wollen wir ja auch die Klammerung richtig setzen und zwar nur Klammerung, wenn nötig. Das heißt im Wesentlichen, wenn wir eine Addition haben in einer Multiplikation, dann brauchen wir die Klammern, weil die Multiplikation ja stärker bindet, um nicht falsche Ergebnisse anzuzeigen. Ja, und da habe ich in dem vorigen Video ja schon mal gezeigt, dass da der Windows-Taschenrechner tatsächlich diese Klammerung nicht hat und deswegen tatsächlich falsche Ergebnisse anzeigt. Wir wollen also diese To-String-Methode testen
Um das zu machen, das machen wir jetzt in verschiedenen Schritten. Ich blende hier mal noch die alte Coverage aus, weil das jetzt vielleicht irgendwie noch ein bisschen verwirrend ist. Und wir wollen jetzt also Tests hinzufügen. Was wir dafür machen, ist, wir erzeugen erstmal ein neues Package für die Tests. Wir werden tatsächlich mehrere Tests später erzeugen und es ist ganz gut, die sozusagen ein bisschen abzutrennen von der eigentlichen Implementierung. Das kann jetzt passieren in einem Unterpackage, das kann aber auch passieren direkt in dem Package mit. Was empfehlenswert ist, ist immer die Testfälle von der Implementierung zu trennen. Das heißt, dass man eine separate Klasse hat auf jeden Fall. Das haben wir auch schon in dem vorherigen Beispiel gesehen. In vielen Projekten ist auch üblich, dass man ein separates Projekt macht. Dass ich jetzt also sagen würde, es gibt diesen Prof Calculator und es gibt ein separates Projekt, in dem alle Tests drinstehen. Wenn man ein separates Projekt macht, dann würde man die Tests immer in den entsprechenden Pfad packen, was sie auch abtesten sollen. Das heißt, wir legen jetzt hier mal ein neues Package an, Tests. Und in dieses Package wollen wir jetzt eben neue JSON-Sachen reinpacken. Und dafür gibt es einen ganz netten Wizard auch. Wir können hier so einen JUnit-Test anlegen und wir werden gleich sehen, dass dadurch auch unser Projekt so ein bisschen eingestellt wird. Da gibt es nämlich ein paar Sachen, die hinzugefügt werden müssen. So, und wir wollen eine bestimmte Klasse testen, nämlich die Klasse Necessary Brackets. Und da gibt es eine Konvention, die sagt, wenn ich eine bestimmte Klasse teste, dann füge ich eine neue Klasse hinzu für die Tests, die mit einem T, vorangestellten T beginnt. Und tatsächlich habe ich hier jetzt auch nochmal die Unterscheidung. In dem Video geht es ja um Whitebox-Tests. Es gibt später noch ein weiteres Video zum Thema Blackbox-Tests. Um die beiden unterscheiden zu können, würde ich jetzt hier mal noch einen separaten Namen. Was wir hiermit machen können, ist, wir können hier auch schon sagen, was wir eigentlich testen wollen. Wir können jetzt hier sagen, ich möchte Necessary Brackets testen und genauer möchte ich die Methode ToString in Necessary Brackets testen. Das kann man auch weglassen. Wenn man das macht, hat es den Vorteil, dass wir schon mal so ein leeres Konstrukt angelegt bekommen. Gut, das war der Teil, was jetzt eben ganz nett ist in Eclipse. Das heißt, es wird unser Projekt auch noch gleich so aktualisiert, dass wir JUnit nutzen können. Und das ist die neue Methode, die hier angelegt wurde. Wir sehen auch wieder die AddTest-Annotation, die sagt eben JUnit, dass das ein Test ist. Und wir können die jetzt laufen lassen, so wie sie ist. Und dann werden wir feststellen, dass die erstmal fehlschlägt und das macht eben dieses Fail-Konstrukt in JUnit. Das Fail-Konstrukt sagt eben, wenn ich diese Stelle erreiche, dann sollte der Test fehlschlagen und das sehen wir eben hier auch als Failure. Error bedeutet, dass wir tatsächlich in unserem Test, dass es da zu einer Exception kommt oder ähnlichem, die nicht abgefangen ist. Das haben wir jetzt hier nicht, sondern eben eine Failure. Das heißt, das müssen wir jetzt hier implementieren. Wir werden uns dazu noch ein paar Sachen anlegen, um das zu implementieren. Und zwar was brauchen wir, um diese Klammerung zu testen? Naja, wir wollen ja gucken, ob eine Addition in einer Multiplikation drin ist, ja, in diesen geschachtelten Ausdrücken. Und dafür brauchen wir erstmal eine Expression child. Wir brauchen eine Expression, bei denen wir die Brackets um das child hinzufügen und wir brauchen eine Expression parent. Müssen wir natürlich irgendwie erstmal ihm sagen, was wir hier als Expressions testen wollen. So, und das child soll jetzt in dem Test eine Addition sein. Ja, also wir wollen, dass drin eine Addition ist.
Und jetzt ist die Frage, wir wollen Addition in der Multiplikation haben. Was ist in der Addition? Da können wir einfach sagen, naja, da haben wir einfach mal ganz einfache Werte. Und da wir nur die Klammerung testen wollen, können wir auch sagen, wir nehmen jetzt einfach mal nur den Wert 1 und von mir aus den Wert 2. Gut. Die Imports brauchen wir jetzt nicht. Wir müssen die Klammerung noch hinzufügen. Ja. Da haben wir das Decorator-Pattern eingesetzt. Das habe ich euch auch in der vorherigen Vorlesung da schon mal erklärt. So haben wir also unsere Brackets. Und jetzt ist noch die Frage, was für ein Parent wir haben. Und als Parent brauchen wir jetzt eine Multiplikation. Und zwar, ja, da kann man jetzt sagen, links oder rechts führen wir die Addition ein mit eben dieser Klammerung, wenn sie notwendig ist. Und wir sagen jetzt mal, das machen wir einfach mal links. Und rechts würden wir ein neues Value anlegen, das Value 3. Gut. Soweit nützt der Test jetzt irgendwie noch nicht viel, weil ja, wir haben ja jetzt damit noch nichts gemacht und wir haben die ToString-Methode auch noch gar nicht aufgerufen. Das heißt, das müssen wir jetzt auf jeden Fall noch machen. Das heißt, wir berechnen das als Ergebnis und wollen jetzt die Brackets-Methode fragen, wollen jetzt die ToString-Methode aufrufen und da den Parent übergeben. Und diese Methode toString in der Klasse NecessaryBrackets, die legt eben jetzt fest, ob einfach nur die toString-Methode auf der Addition ausgeführt wird oder aber die Klammerung noch außenrum herum eingefügt wird. Und damit wir das sehen können, machen wir einfach mal Folgendes. Wir geben das Ganze aus. Und zwar das Ergebnis. So, jetzt können wir das Ganze ausführen. Und wir sehen, das war offensichtlich erfolgreich, ja, alles grün, perfekt, ja, das wurde hier ausgegeben, aber wir sehen hier drin, der Test ist einwandfrei durchgelaufen. Und die Frage ist jetzt, sind wir damit fertig? Dazu können wir fürs Whitebox-Testing relativ gut die Coverage nutzen, das wollen wir jetzt auch machen. Das heißt, wir gucken uns jetzt an, was passiert, wenn wir hier die Coverage mit einschalten. Und wir wollen da, einerseits können wir jetzt gucken, ob das hier tatsächlich ausgeführt wurde. Das wird jetzt hier gleich grün werden. Genau, jetzt ist es grün. Und jetzt können wir hier reingucken, was jetzt hier ausgeführt wurde. Und wir sehen jetzt, den Fall haben wir irgendwie noch nicht abgedeckt, der hier drin ist. Das heißt, wir brauchen irgendwie noch weitere Testfälle. Gut. Was wir jetzt also machen wollen, ist, wir brauchen irgendwie mehrere Testfälle, die verschiedenen Fälle abdecken. Das ist jetzt hier aus Softwaretechnik-Sicht sozusagen relativ ungünstig, was ich jetzt hier mache. Hier Sachen einfach kopieren, aber das ist jetzt zum Illustrieren wahrscheinlich netter, als wenn ich hier jetzt noch irgendwelche wilden Abstraktionen einführe. So, Addition, bisschen Multiplication, so könnten wir den jetzt nennen. Und hier testen wir jetzt mal noch einen anderen Fall ab, nämlich die Multiplication within Addition. So, und jetzt müssen wir natürlich hier noch ein bisschen was ändern, nämlich müssen jetzt hier an die Stelle die Multiplikation einsetzen und an die Stelle die Addition. Ja, jetzt haben wir die beide getauscht und auch das können wir jetzt mal ausführen. Und jetzt auch wieder die Frage, haben wir das jetzt erreicht? Und jetzt wäre es ja jetzt relativ aufwendig, wenn wir jetzt jeden Test mal einzeln ausführen müssen. Was wir dafür machen können, ist, wir können die Coverage für die ganze Klasse ausführen. Damit wir das da oben sehen, müssen wir das einmal manuell ausführen. Coverage S, JUnit. Was jetzt passiert ist, es werden beide Testfälle ausgeführt.
Das sehen wir jetzt, die sind beide grün. Wir sehen sogar einmal mit Klammerung, einmal ohne. Das ist schön. Das hat soweit schon mal geklappt. Und wir sehen auch, aha, die Coverage ist jetzt hier schon ein Stück weiter. Ja, wir haben jetzt hier tatsächlich dieses Statement hier drin jetzt auch schon mal ausgeführt. Das ist schon mal ganz gut. Was jetzt aber noch fehlt, ist, dass wir hier alle Fälle abdecken. Ja, was wir jetzt hier sehen, ist, da fehlt uns noch ein Branch. Und was wir jetzt da drin noch abdecken wollen, oder wir können noch mal drüber nachdenken, welche Fälle wir jetzt haben. Wir haben die Fälle Addition in Multiplikation und Multiplikation in Addition. Und ein Fall fehlt uns noch. Und da das hier in und ist, ist es wahrscheinlich, dass es an dem vorderen Fall liegt. Das heißt, da brauchen wir auch noch die Multiplikation innerhalb der Multiplikation. So, das heißt, ich kopiere hier nochmal den Test. Wie gesagt, das ist jetzt hier nur zum Illustrieren. Mal mit dem Kopieren, weil das schneller geht. Multiplication. Multiplication. Gut, und jetzt können wir nochmal gucken, ob wir jetzt alle Fälle haben. Und siehe da, jetzt haben wir alle Fälle, die hier notwendig sind. Wenn wir so einen Und-Operator haben, also für die Term-Coverage, wenn wir so einen Und-Operator haben, dann sorgt das dafür, dass wir einen der vier Fälle tatsächlich nicht covern müssen. Ja, der Fall, wenn das hier links falsch wird, dann ist egal, was hier rechts steht. Und wenn das links wahr wird, dann ist eben noch die Frage, dann gibt es eben noch diese zwei Fälle, die wir betrachten müssen. Gut. Das heißt, es ist alles grün. Ja? Wir können hier reingehen. Wir haben hier mal Klammern gesehen und mal nicht. Es ist hier alles grün. Jetzt könnte man meinen, ja, dann haben wir doch alles implementiert und wir sind fertig. Wir können uns jetzt zurücklehnen. Tatsächlich ist es nicht der Fall. Ja? Ich habe noch Fehler eingebaut und die Fehler sind jetzt auch noch drin. Und die Fehler werden wir tatsächlich erst sehen, wenn wir mal das Programm laufen lassen. Ja? Und zwar, wenn wir mal den ganzen Taschenrechner hier ausführen, dann werden wir sehen, dass der eben noch nicht komplett stimmt. So, wir führen den mal aus. Jetzt muss ich gucken, auf welchem Bildschirm der hier landet. Natürlich auf dem falschen. Da haben wir ihn. Und kann ich das auch nochmal zeigen am Beispiel. Also wenn wir 1 plus 2 rechnen und das Ganze mal 3, dann kommen wir hier auf 9. Und tatsächlich natürlich mit der Multiplikation, die stärker bindet, ist das falsch. Ja, das heißt, der Fehler ist offensichtlich immer noch drin. Ja, genauso falsch zeigt das auch der Windows-Taschenrechner an. Und wir wollen jetzt, dass hier die Klammerung gesetzt ist. Und da gibt es offensichtlich noch irgendeinen Fehler. Und es ist ja merkwürdig, dass das unsere Tests bisher noch nicht gefunden haben. Und da ist eine typische Fehlerquelle, die wir haben können, wenn wir solche Unit-Tests machen. Wir haben ja das Ergebnis noch gar nicht überprüft hier an der Stelle. Ja, wir haben noch nirgendwo reingeguckt, ob eigentlich, wie das Ergebnis aussieht und ob das richtig aussieht. So. Und das Ganze wollen wir jetzt hier mal anpassen in den Test. Wir werden jetzt nämlich an den Tests Folgendes machen. Wir werden jetzt hier, statt das einfach als Kommandozeile auf der Kommandozeile auszugeben, nutzen wir jetzt ein assert. Ja, das ist ein ganz typisches Konstrukt, was es in vielen verschiedenen Ausführungen gibt. Und in dem assert können wir zum Ausdruck bringen, was wir für Annahmen an diesem Test haben. Und an der Stelle überprüfen wir eben, ob der Test das erwartete Ergebnis erfüllt. So, und da gibt es viele Methoden von. Wir nutzen jetzt die assert equals Methode. Und zwar, jetzt ist die Frage, in dem Fall Addition innerhalb Multiplikation würden wir Folgendes erwarten. Wir haben eine Klammer gefolgt von unserem Kind, gefolgt von einer Klammer.
Und jetzt vergleichen wir das eben mit unserem Ergebnis. Und jetzt müssen wir solche ähnlichen Änderungen eben auch an den anderen beiden Fällen vornehmen, bloß dass wir halt bei einer Multiplikation in der Multiplikation würden wir eben keine Klammerung erwarten. Und an der Stelle müssen wir jetzt noch die ToString-Methode aufrufen. So, das heißt set equals, und genauso ist das auch, wenn wir eine Multiplikation in der Multiplikation haben oder eine Multiplikation, eine Addition, da wollen wir keine Klammern haben. Jetzt haben wir also erstmalig die Tests, wir können das jetzt wieder ausführen, die ganzen Whitebox-Tests, und an der Stelle werden wir jetzt gleich sehen, wir haben jetzt keine Ausgabe mehr und wir sehen jetzt aber, dass zwei Testfälle fehlschlagen, nämlich an der einen Stelle. Sehen wir das hier nicht ganz, ich mache das mal kurzzeitig groß. Und zwar steht hier bei dem einen Test, dass wir hier die Klammerung nicht erwartet haben, aber sie war nicht da, und bei einem anderen Test war sie nicht da und wir haben sie aber erwartet. Und an der Stelle, der Test verrät uns erstmal nur, es gibt ein Problem, aber der verrät uns noch nicht, wo das Problem ist. Das heißt, da müssen wir in den Code reingucken, und wenn wir da ein bisschen genauer reingucken, da ein bisschen drüber nachdenken, dann werden wir sehen, okay, ja, also Expression, Instance of Multiplication, Parent, Instance of Addition. Also wir haben es offensichtlich verkehrt rum hier an der Stelle. Ja. Jetzt gucke ich mal kurz, wie wir das tauschen wollen. Und zwar wollen wir, dass der Parent die Multiplikation ist und das Kind, also diese Expression, eben die Addition. Jetzt können wir das nochmal neu ausführen. Und sehen jetzt, dass jetzt alle Tests durchlaufen, und wir können das jetzt auch nochmal im Programm durchlaufen und würden da eben auch sehen, dass es jetzt funktioniert, dass die Klammern richtig gesetzt sind. Allerdings ist jetzt interessant, dass durch unseren Wechsel von, dass hier vorher Multiplikation steht und jetzt Addition, sind jetzt nicht mehr alle Fälle abgedeckt. Ja, also man müsste jetzt, um wieder volle Abdeckung zu erreichen, müsste man hier jetzt aus Multiplication bis hin Multiplication, müsste man jetzt Addition bis hin Addition machen. Gut, damit ihr mir das glaubt, dass das Programm jetzt funktioniert, zeige ich das natürlich nochmal. Sehen jetzt hier in dem Taschenrechner, dass wir jetzt hier die Zahlen eingeben können und dass es jetzt die hoffentlich richtige Klammerung bringt. Ja, und dass wir aber andere Fälle auch eingeben können. Ich kann jetzt wieder ein Plus hinzufügen und hier erscheinen jetzt keine Klammern. Gut, damit sieht das erstmal richtig aus. Kleiner Hinweis schon mal, so ein kleiner Teaser vorweg. Die Implementierung ist immer noch nicht richtig, aber die restlichen Fehler da drin suchen wir dann mit Blackbox-Tests. Und ich freue mich, wenn ihr dann wieder einschaltet. Bis dann!